Thomas und ich haben jetzt ein kleines Baby. In dieser Folge zeige ich euch das knuffeligste und süßeste Tier Tasmaniens, das Nacktnasenwombat. Und ich werde versuchen, mich an sie heranzupirschen. Dazu muss man ganz vorsichtig sein und sich leise von hinten nähern. Und für dieses Unterfangen habe ich ausgiebig geübt, um wie ein echtes Wombat zu wirken. Ich glaube, ich habe einen Känguru-Köttel gegessen. Aber wie man sieht, hat sich die Mühe gelohnt. So lange dem Wombat zu nähern, es ist sogar krass dafür und dann läuft er einfach auf die Kamera zu. Diese Fellkugeln sind wirklich unberechenbar, haben mich aber schon beim ersten Anblick fasziniert. Man sieht es ihnen zwar nicht an, aber Wombats sind Beuteltiere, das heißt, sie haben ähnlich wie Kängurus einen Beutel, in dem sie ihre Jungen austragen. Ihr nächster Verwandter ist aber der Koala, das merkt man schon an dem Niedlichkeitsfaktor. Wobei, Koala sind gar nicht so niedlich, wenn man denen nahe kommt, ganz anders als die Wombats. Und für ein Leben auf den Bäumen werden sie wohl eh zu schwer, weil sie bis zu 70 Kilo wiegen können. Und wie fühlt sich der Wombat an? Schwer. Ist ein sehr schwerer Wombat. Daher wohnen sie in Höhlen, die sie mit ihren kräftigen Pfoten bis zu 20 Meter lang graben. Ihren Bau verlassen sie abends, um sich an Gras und Wurzeln rund zu essen. Und an allem anderen, was danach aussieht. Das Wombat hat gerade meine Haare gefressen. Die knuffelige Kugelform hat übrigens einen sinnvollen Zweck. Dank dem kurzen Hals, den knappen Öhrchen und einem Stummelschwänzchen sind sie durch ihre Angreifer kaum zu fassen. Und sie haben noch ihr dickes Fell. Aber das Fellchen ist gar nicht so weich. Sowie einen wahrlich dicken Hintern. Wombats haben am Hintern dicke Hornplatten, mit denen sie ihre Höhlen vor Feinden versperren können. Dann kommt wirklich kein Feind mehr hinein. Ich glaube, er füllt es nicht mal. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Wombats ihre Jungen bis zu 8 Monate lang im Beutel austragen und ca. 5 bis 20 Jahre lang leben. Weniger wissenschaftlich ist meine Beobachtung, dass Wombat-Paare genauso wie die menschlichen lange brauchen, um die passende Schlafposition zu finden. Und neben dem Problem der Schlafplatzwahl gibt es auch noch Nebenbuhler, die mit hissenden Lauten auf sich aufmerksam machen wollen. Mangels Beachtung gab das motzige Männchen dann doch auf und versuchte lieber bei der Katja sein Glück zu finden. Jenseits des Balzens sind Wombats aber doch eher scheue Gesellen, die nur im jungen Alter ein paar Krauleinheiten nicht abgeneigt sind. Und Wombats haben eine ganz besondere Art von Köttel, denen ich aber die ganze nächste Podcast-Folge widmen werde. Seid gespannt und wir müssen auch aufhören, weil das kleine Wombat schon ganz müde ist. You're a sleepy thought that's running through my head. You're a sleepy thought that's running around and I am trying to catch you. You're a liquid dream that's floating in and out of all of my thoughts. You're a liquid dream. I'm drowning in a lake of silver mercury bubbles.